ja, wie alle Jahre beim Stuttgart, das ist einfach sensationell, was der Jahr aufführt und organisiert. Das ist eine Bereicherung für Bad Ischl. Vergangenen Samstag war Bad Ischl wieder Austragungsort des wohl kleinsten Elvis Presley Festivals der Welt und begeisterte damit die Massen. Ja, und wer könnte dieses Highlight wohl besser und origineller organisieren als B.S. Stucker himself? Ja, heute neuer Besucherrekord, oder wie schaut's aus? Ich habe jetzt leider keine Stimme mehr, weil wir jetzt gerade die Tombola gemacht haben, eine Stunde lang, aber sage ich mal, Haudi, grüß euch. 12.000 Menschen Tränke alleine bringen, das muss man mal zusammenbringen. Ja. Das waren schon mal mehr, aber das war wieder mal eine wahnsinns geile Geschichte. Und wie gesagt, da muss ich mich bei allen bedanken, bei meinen ganzen Freunden und Helfern und Sponsoren, bei den Burning Wheels, die da einen Krater sind, halt, weil wir gleich da haben wir mit den Autos haben wir wirklich einen neuen Rekord zusammengebracht. Warum, wie bist du damals auf die Idee gekommen, dass du Elvis festmachst? Ja, es sind viele enttäuscht, weil ich am Anfang kein Elvis-Fan war. Aber es hat ja die ganze Woche bei uns im August geheißen, Kaisermesse, Kaiser Essen, Kaiser Fest, Kaiser, Kaiser, Kaiser. Ich stehe auf dem Kaiser, aber es ist mir rausgegangen, dass ich Kaiser war. Und dann habe ich gelesen, der King ist auch gestorben im August. Und dann habe ich gedacht, alle kümmern sich um den Kaiser, kümmern mit mir um den King. Und so ist das Elvis Presley Festival entstanden. Also gibt es nicht nächstes Jahr ein Michael Jackson Festival oder was? Nein, es reicht mir. Ein Fest reicht mir in der Dimension. Also was das Hocken ist und was das für Aufwand, vergiss ich jetzt wieder. Und ich sage, ich mache es nicht mehr. Aber es wird auch wieder Juli und dann denke ich mir, okay, machen wir gleich da nochmal was. Also wirst du das nächstes Jahr wieder machen, oder? Das ist ja nicht mehr weg zum Denken. Überhaupt, sonst siehst du, wie viel Leute heute da waren. Ja, im Moment bin ich so fertig, dass ich sage, jetzt mache ich keins mehr. Aber ich glaube, morgen fange ich schon zum Planen für nächstes Jahr. Was ist denn für dich das Faszinierende am Elvis gewesen? Ja, aber da gab es zu viel. Ich glaube, so viel seine Zeit haben wir nicht. Aber er ist nach wie vor zeitlos. Du kannst halt abspielen und alle Leute singen mit. Du kannst halt Elvis singen und alle singen mit. Der ist zeitlos einfach. Er ist unsterblich. Warum glaubst du dann, die Leute heute kämen? Wegen dir oder wegen Elvis? Ich glaube, das ist eine Mischung aus allen. Und weil sie hoffen, dass ihr kommt, damit sie ins Fernsehen kommen. Das spielt natürlich auch eine riesengroße Rolle. Und was wäre das Elvis-Fest ohne dir, außer dass es nicht stattfinden daran? Schwarz und fragen, das müssen jetzt aber die Leute oder die Fans oder die Besucher fragen. Ich kann es nicht sagen, weil das ist eine Fangfrage. Vielleicht jedes Jahr ersetzbar, vielleicht läuft es halt dann ein wenig ruhiger runter, weil ich halt eher ein wenig lauter bin.